Hi, willkommen zurück zu einer weiteren Folge mit mir, eurem Doomsday und dem Silent Hill 2 Remake für die PlayStation 5. Wir sind in der letzten Folge stehen geblieben, als wir in die andere Welt gekommen sind und haben das Rätsel mit der Uhr anscheinend gelöst, weil wir den Zeiger gefunden haben. Und was diese Uhr jetzt bewirkt hat, das schauen wir uns doch jetzt mal an. Legen wir los. So, wir können ja jetzt eigentlich nur... Es ist aber auch noch kein Häkchen, oder? Warte mal, hier sind wir ja losgelaufen, um das Rätsel zu lösen. Oder hat sich jetzt die Haartür geöffnet? Schauen wir mal. Ja, die Haartür hat sich geöffnet. Und hier gibt's Strom. Er hat... Scheint auch. Du hast gerade auf irgendwas geguckt. Wo ist das? Es fehlt auf jeden Fall was. Hier ist auch noch Schlüssel. Wippe. Ah, die Wippe öffnet dann wahrscheinlich die Tür. Hä? Alles zu. Scheiben? Okay, hier können wir wieder durchbrechen. Was für ein Zufall. Na i. Boah. Warum? Krempelt doch wenigstens die Jacke hoch. Der andere Zeiger. What? Der Controller geht gerade richtig steil. Wie unfair. Damit können da keine Angst sein, ja. Aber hier ist irgendjemand. Okay. Können wir jetzt die Wippe benutzen anscheinend. Aber da fehlt noch ein Gegengewicht, oder? Was ist mit dem hier? Naja, der V fehlt noch. Kommen wir jetzt hier durch, ja? Ja. Ha, links oder rechts? Geh mal hier lang. Ich denke mal, hier wird eh eine Sackgasse sein. Aber Medikit. Zu. Oh ne. Wow, was hat's da jetzt gebracht, das Loch da reinzuschlagen? Merkwürdig. Verarschen kann ich selber. Ich glaube, ich sollte nicht so einfach in die Räume reinstürmen. Was ist der Ausgang gewesen? Leute. Ah. Das ist aber nur ein Teil. Schwanenkopf.
Okay. Gibt übrigens auch eine Trophäe, wenn man das Spiel in unter 10 Stunden durchspielt. Aber dazu müsste man, glaube ich, das Spiel wirklich auswendig können. Ist das für eine Tür? Hier war ich noch nicht. Wie bitte? Was war das jetzt? Unförmiges Figurenteil. Boah. Bleib liegen. Haben wir jetzt alle Teile für die Figur? Mal nachschauen, aber jetzt. Ja, dachte ich mir, dass hier noch was liegt. Also, ich muss wahrscheinlich erst kombinieren. Kombinieren. Schlüssel. Sieht witzig aus. Flügelschlüssel. Aber für was? Ha. Da unten für die 212, ha? Warte mal, komme ich von der Seite überhaupt dahin? Ah ne, warte mal, hier ist auch noch eine Tür. Dafür ist er. Oh, wie einladend. Boah, das hört sich ja schon richtig geil an. Okay. Die Karte hat er jetzt schon automatisch. Ist gerade irgendwo hingeguckt, ja. Keine Ahnung, was das sein soll. Scheint irgendwelche Erinnerungen auszulösen oder so. Okay. Irgendwas? Nein. Aber immer zwei Wege, rechts oder links? Wir gehen erstmal hier rechts. Bestimmt Sackgasse. Ja, das bringt nichts. Obwohl er das Schloss knacken könnte vielleicht. Noch nicht. Da liegt ein Teddy.
Ach ja, die Frau vom Friedhof. Oh, it's you. I'm James. Angela. Angela. Okay. Look, I'm not sure what you're planning, but there's always another way. Really? What's the point? It's easier just to run. Maybe it's all we deserve. We? Me. You. We're all the same. I'm not like you. Are you afraid? Sorry. It's okay. Did you find your mother? No. Not yet. Did she live here? In this building? I don't know. So all you know is that she lived in this town? What did you say? How did you know that? Well, I just figured because this is where you're looking for her. How else would I know? Yeah. Sorry. Did you find the person that you were looking for? Not yet. Her name's Mary. She's my wife. I'm sorry. Oh, it's okay. I don't know why I think she's here. She died 3 years ago. She's dead? Well, don't worry, I'm not crazy. At least I don't think so. We have to find my mama. Should I go with you? This town really is dangerous. Now I know what you meant back there in the cemetery. No, it's okay. Besides, I'd just slow you down. What about that? Will you hold it for me? Sure. No problem. If I kept it, I'm not sure what I might do. Sorry! I've been bad! Please don't! Pack dich, dass der Schlüssel ist. Angelas Mörser. Also ich würde ja eine Frau in dieser Welt, Haus, nicht alleine gehen lassen, aber okay. Und der Schlüssel. Schlüssel der Resilienz. Okay.
Oh, kann man den kaputt machen? Scheinbar nicht. Schade. Ich verstehe das noch nicht so ganz, was es mit der auf sich hat. Gut, wir wissen, sie sucht ihre Mutter, aber... Wie ist sie hierher gekommen? Ey, das ist frech, da ist noch ein Raum dahinter. Ich will hier rein. Das ist jetzt ein Schlüsselobjekt. Nee. Mach's persönlich. Okay, aber da ist immer noch ein kleiner Raum. Hm. Wo muss man jetzt lang? Ach, unten haben wir jetzt wahrscheinlich den Schlüssel. Ja, okay, verstehe. Pyramid Head. Das war definitiv der Pyramid Head. Denn der hat eine coole Waffe. Er hat ein fettes Schwert. Hier ist S. Mach Notiz. Ja. Da werden wir dann wahrscheinlich den Minutenzeiger brauchen. Hallo. Mach gut. Notenblatt. Vercla Flame. Alexander Skrzypczabin. Okay. Also heilungstechnisch geht es uns ganz gut. Munition? Oh. Also Spiel auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durchspielen, finde ich schon extrem. Wo ist er jetzt hingelaufen? Bist du hoch? Ne, da bist du. Ich dachte, du wärst hochgelaufen. Hast du was fallen lassen? Forever Together. 16. 208 ist oben rechts. Aha. Komme ich da jetzt nochmal hin? Ist doch jetzt der zweite. Ja, genau. Aber das sind wir ganz weit weg. Ich wollte gerade sagen, wir haben doch gar keinen Schlüssel mehr. Oh, creepy. Oh, jetzt sind wir wieder bei der Uhr. Ah. Müsste dann theoretisch... Das Rätsel war jetzt nicht schwer. Aber das müsste jetzt doch theoretisch S aufgemacht haben, oder? Okay, lass mal speichern. Heißt, wir gehen zurück.
Wir gehen erstmal hier hoch, weil wir. Doch, hier oben waren wir auch schon. M. Ach, ein M an der Tür gibt's auch noch. Tatsache. Die hab ich total vergessen. Und die ist offen. Tun die mir was? Nee, gell? Das Kamera bewegen. Warum sind hier so viele Motten? Scheinbar brauchen wir 3 Motten. Oh ne, das ist das Rätsel. Ah, warte mal. Sollten wir uns das Rätsel erstmal angucken, oder? Okay. What? Warte mal, Mond und Kreis. Hä? Ach hier, Totenkopf. Da ist Totenkopf drauf gemalt. Hier ist ein Totenkopf. Und hier ist Nummer 2. 2 Totenköpfe. Müsste hier eine 2 sein. Das ist Mond. Du bist Kreis. Ah, das muss man addieren wahrscheinlich. Kreis und Kreis und ein Mond. Warte mal. Kreis und Kreis macht 2. 2 sind 4. Ein Mond plus Kreis macht 3. Und Kreis auch nochmal 4, oder? Nee. Nochmal. Ein Mond. Kreis und Kreis. Ach, hier sind ja noch mehr. Oh. Oh. Sollte ich mir mal aufschreiben, oder? Moment. So. Das schreibe ich mir mal auf. Also. Mond haben wir hier 1. 2. Ich geh erstmal den Mond durch. Hammer 3. Totenkopf haben wir 2, haben wir gesagt. Ne? Dann fehlt noch Kreis. Oder Sonne, was auch immer. Da haben wir 1. 2. 3. 3 Kreis.
So, Mond und Kreis wären 3 plus 3 wäre 6. Totenkopf und Kreis wäre 5. Und Kreis und Totenkopf macht. Hä? Ist dasselbe. Ach, Minus! Da steht doch Mond minus Kreis. Also ist das 0. Nee, geht ja gar nicht. Totenkopf plus Kreis macht 5. Und Kreis minus Kopf macht auch 0. Hä? Habe ich was übersehen? Irgendwas stimmt hier nicht. Ah. 3 Kreis, 2 Totenkopf und 3 Mond. Hier bin ich ein bisschen überfragt. Liegt hier noch irgendwo eine rum? Nee. Nee, ich sehe, hier war da keiner. Leute, die Flügel sind's. Die Flügel müssen's sein. Totenkopf ist oft in der Mitte, also zählt das als 1. Und da an den Flügel jeweils ein Mond ist. Ah. Also, 2 Mond. Ah, so schwer ist das gar nicht. Plus 2 macht 4. Und nochmal 4 macht 8. Also Mond. Mond sind es 8. So, Totenkopf bleibt bei 2. Und die Kreise. Halt. Hier haben wir 2. Plus 2 macht 4. Ja, zählt es jetzt 1 oder nicht? Dann machen wir 5. Kreis sind 5. Okay, versuchen wir es jetzt noch einmal. Also Mond minus Kreis. Das heißt 3. Totenkopf plus Kreis macht 7. Und Kreis minus Totenkopf macht 3. Das war echt nicht schwer. Mein Gott. Augen auf im Straßenverkehr. Und wieder eine Loch greifen. Da ist der Sekundenzeiger. Damit werden wir wahrscheinlich Tür S aufmachen können. Eieiei. Oh oh.
Pyramid Head kommt näher. Wo hast du gerade hingeguckt? Achso. War der Schnitt da schon länger da? Halt, wir müssen zur Uhr erst. Warum hast du gerade nach rechts geguckt? Oh, wegen dem Zettel. Ach so, die Sekunden. Warte mal, was stand da nochmal? Henry hat Angst vor Scott, er fleht und sucht das Weil. Doch Mildred, also M, kommt zu ihm. Leer ist ihr Gesicht. Scott liegt ganz flach da, sah ihren Abstieg nicht. Dann brauchen wir eigentlich nur testen, wo er hinkommt. Tür ist zu. Muss ich jetzt einen Umweg machen? Yay. Glaube, ich muss einen Umweg machen. Ah ne, ich komme doch ins Treppenhaus. Hier lang? Jo. Die ganzen Gegner sind echt verwirrend. Ich verstehe nicht, was das bedeuten soll. Könnte jetzt der erste Bosskampf kommen? Weil wir das System besiegen können. Keine Wirkung. Ich glaube, man muss nur durchhalten. Wir laden nochmal neu.
Denn das war Munitionsverschwendung. Wir müssen nur durchhalten. Ich bezweifle, dass wir den überhaupt Schaden machen können. Ja, schade um die Munition. Vielleicht irre ich mich auch. Vielleicht müssen wir doch Schaden machen. Vorbeigeschossen. Nein. Oh, ein bisschen Munition gespart. Wie, das war's schon hier? Es sind aber noch Räume. Na gut. Aber ich hätte eh nirgendwo hingekonnt, groß. 102 ging nicht, 104 ging nicht. Ist hier alles gesperrt. Ich denke mal, man kommt nochmal hierher. Wahrscheinlich. Die Sirenen kommen auch in dem Film vor. Aber da... Wait, what? Wo sind wir denn jetzt? Ah. Oh. 1 Million Spielstände brauche ich doch nicht. Oh, wie viele man wo schleppen kann. Ja. So, das war das Licht. Was sind wir denn jetzt? Wo hat der die Karte auf einmal her? Ach, wir sind jetzt auf der linken Seite. Können wir nochmal zurück? Das wäre interessant, weil da war noch der Raum mit dem Code.
So, das war die Anschnall. Halt. Das würde ich gern mitnehmen. Ach hier, das Mädchen. Hey. It was you, wasn't it? You're the one who stepped on my hand. Maybe I did. What's a little girl like you doing here anyway? I don't know. What's a big dum-dum like you doing here anyway? Hey, that's not very nice. Didn't your parents teach you any manners? What you got there? None of your business. You didn't love Mary anyway. What? Hey, wait! How do you know her name? Verwirrend. Alles sehr verwirrend. Ah, wir hätten hier oben drauf gemusst. Ah, schade. Mehr gab es jetzt nicht hier, oder? Oder habe ich jetzt eine Scheibe übersehen, die ich kaputt machen könnte? Ich schaue lieber nochmal nach. Das hier, denke ich mal, komme ich eh nicht hoch. Hier ist alles dicht. Das scheint auch dicht zu sein. Da ging's nicht. Ne, mehr ist nicht okay. Aber gut, ich würde sagen, ich gehe jetzt nochmal speichern. Und beende die Folge. 5 dann, glaube ich. Ja, 5 müsste es sein. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Mit mir eurem Doomsday und Silent Hill 2 Remake. Und was ist dann jetzt hier in dieser Westseite von dieser Stadt erwartet? Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Doomsday. Macht's gut.